Wir haben schon ganz viel, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Stiftungsentscheiderinnen und Stiftungsentscheider, wir haben schon ganz viel gehört zum Thema Fonds. Und da wollen wir jetzt nochmal nachhaken. Wir haben da einen ganz tollen Fachmann, der hat nämlich schon unglaublich viele Fonds analysiert. Er ist Journalist und spezialisiert auf Fondsanlagen. Und Sie finden auch die Ergebnisse seiner Arbeit bei Stiftungsmarktplatz EU und fondsfibel.de. Und zwar ist das der Stefan Preuß und an den übergebe ich jetzt. Der hat nämlich drei Fonds zu Gast und jeweils in 3 Minuten geht es knackig zur Sache. Lieber Stefan, bitte übernehmen. Wie gesagt, wir haben bereits schon viele interessante Informationen zur Vermögensanlage von Stiftungen erhalten. Am Ende jedes Rechercheprozesses einer Stiftung steht aber eine ganz konkrete Entscheidung, weil Geldanlage oder Vermögensanlage ist wahnsinnig konkret. Und deshalb gibt es jetzt einen Elevator-Pitch mit 3 ganz konkreten Fondskonzepten. Diese werden uns von den Machern der Fonds vorgestellt, also aus erster Hand. Es sind die Sebastian Kösters von der EBSIM, Fabian Herrmann, Fondsmanager des KCD Catella Nachhaltigkeit Immobilien, sowie Boris Anbinder, Fondsmanager des Metzler European Dividend Sustainability. Gemeinsam ist den Fonds der ESG-Ansatz. Ansonsten verfolgen sie komplett unterschiedliche Strategien. Und das haben wir natürlich nicht zufällig so eingefädelt, sondern wir vertreten und pflegen auch hier natürlich unser Mantra der Diversifikation. Das ist ja auch heute schon mehrfach zur Sprache gekommen. Bei mir steht Sebastian Kösters, Chef der Multi-Asset-Abteilung von EBSIM. Das ist der Investitionsarm der Evangelischen Bank. Es geht um Ihren Multi-Asset-Flagship-Fonds. Ihr Claim lautet, das gesamte Spektrum in einem Fonds. Bevor Sie uns das erläutern, kurz die Regularien. Nach 3 Minuten ertönt ein Buzzer. Sprechen Sie aber den begonnenen Satz gerne zu Ende. Nach dem 10. Komma und der 27. Verschachtelung greife ich dann ein. Es gelten 3 Fragen für alle Pitcher. Erklären Sie bitte das Fondskonzept, damit man den Fonds umrissen hat. Nennen Sie bitte Zahlen zu Ausschüttung, Wertentwicklung und Kosten. Und schließlich, vielleicht ganz knackig am Ende, was müssen Stiftungen zum Fonds unbedingt wissen? So, Herr Kösters, bitteschön. Vielen Dank. Das Fondskonzept kurz zusammengefasst: Multi-Asset, defensiv, nachhaltig. Aber es soll ja konkret werden. Was heißt das denn jetzt? Multi-Asset bedeutet, wir kombinieren verschiedene Anlageklassen. Das sind natürlich Aktien, das sind Anleihen, aber bewusst gehen wir auch den Schritt darüber hinaus, alternative Risikoprämien, sei das jetzt Gold, Infrastrukturfinanzierung oder CO2-Zertifikate. Das Ziel ist, ein breit gestreutes Portfolio zusammenzubauen, nicht alles auf eine Karte zu setzen, so wie Sie das auch selbst machen würden, wenn Sie Ihr Stiftungsvermögen anlegen würden. Defensiv bedeutet, neben der breiten Streuung über Anlageklassen, insbesondere auch ein aktives Risikomanagement. Das Ziel ist realer Kapitalerhalt. Das Ziel ist vor allen Dingen, die Drawdowns nach unten abzuschneiden. Aktives Risikomanagement, defensives Fondskonzept. Und das Ganze ist dann nachhaltig, mit einem transparenten und konsequenten Nachhaltigkeitsansatz, basierend auf dem Leitfaden für nachhaltige Geldanlage in der Evangelischen Kirche. Können Sie nachschauen, da wird genau beschrieben, was wir ausschließen, wie wir die Nachhaltigkeit in die Portfolioentscheidungen, in die Anlageentscheidungen integrieren, wie wir Engagement betreiben und so weiter. Rendite, Risiko, Kosten. Die Rendite über die letzten 3 Jahre waren pro Jahr PA 2,8%. Beim Risiko, die Volatilität, da steht eine 3 vor dem Komma. Das ist weniger als die meisten Anleihenindizes, Rentenindizes. Auch da zeigt sich das defensive Fondskonzept, das aktive Risikomanagement ganz deutlich. Für viele Stiftungen ist auch die Ausschüttung wichtig. Die Ausschüttung ist einmal im Jahr, normalerweise im Mai. Jetzt vor 6 Wochen waren das 2,75%. Das heißt, auch bei den ordentlichen laufenden Erträgen können Sie da mit etwas auskömmlichen
rechnen. Kosten, die TER liegt bei 1,0%, die Gesamtkostenquote inklusive allem dann etwas darüber. Das heißt, das ist auch, ist zwar teurer als ein passives Produkt, dafür aber für ein aktiv gemanagtes Produkt durchaus attraktiv. Warum muss man den Fonds unbedingt haben? Das ist eigentlich die entscheidende Frage. Es ist das gesamte Spektrum der Kapitalanlage in einem Produkt. So wie Sie als Stiftung auch selbst investieren würden, breit gestreut, defensiv, da ist ein professionelles Asset Management dahinter, professionelles Risikomanagement dahinter. Das ist nachhaltig, sodass Sie auch nicht mit irgendeinem Skandal demnächst in der Zeitung stehen, weil Sie in sonst irgendwas investiert haben. Transparentes Nachhaltigkeitskonzept. Und das ist einfach für Sie in der Umsetzung, weil sich ein professioneller Asset Manager um Ihre gesamte Kapitalanlage kümmert. Sie brauchen nur dieses eine Produkt. Und dann ist es auch noch einer der besten Fonds seiner Vergleichsgruppe, Top 10, bei Morningstar, bei Scope, egal wo Sie schauen. Es ist einfach ein super Fonds, den Sie sich auf jeden Fall anschauen sollten. Vielen Dank, Herr Kösters. Eine kleine Nachfrage, Sie sind jetzt nicht auf die einzelnen Assetklassen eingegangen. Etwas, was bei Stiftungen gerade in diesen wilden Zeiten immer ein Thema ist, ist Gold. Wie ist Ihre Meinung, ganz kurz, wie ist Ihre Meinung zu Gold jetzt in der aktuellen Phase? Gold hat den Nachteil, dass es keine Dividenden gibt, hat eine niedrigere Rendite als Aktien langfristig, aber in den Risikophasen, in den schwachen Marktphasen sind Sie dann doch froh, wenn Sie es im Portfolio haben. Es gehört in ein breit diversifiziertes Portfolio auf jeden Fall rein. Nicht immer, aber in den meisten Marktphasen eine sinnvolle Beimischung. Als Krisenanker, als Inflationsausgleich sollten wir nicht vernachlässigen. Vielen Dank. Dann bedanke ich mich für die Informationen und bitte Herrn Fabian Herrmann ans Pult. Sein Immobilienfonds vereint mehrere Nutzungsarten in dem Sondervermögen. Erklären Sie das nun. Es gibt ja, um einen kleinen Hinweis zu geben, viele fragen sich, oh, darf ich noch in Office-Immobilien investieren, die ja bei Ihnen auch stark vertreten sind. Vielleicht können Sie zu den zusätzlichen drei Fragen auch darauf ganz kurz eingehen in den 3 Minuten. Bitte schön. Sehr schön, danke schön. Vielen Dank für die kurze Einleitung. Der KCD Catella Nachhaltigkeit Immobilien Deutschland ist ein Publikumsfonds, aufgelegt nach deutschem Recht, der in Immobilien in Deutschland investiert mit einem ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatz. Schwerpunkt hier sind die Metropolregionen und etablierte Investmentzentren und die Assetklassen Büro, Wohnen, Einzelhandel und Spezialimmobilien. Bei Spezialimmobilien hier Immobilien mit karikativer, diakonischer oder sozialer Nutzung sind. Als Beispiel haben wir im Portfolio eine Schule oder ein Mehrgenerationenhaus. Das Portfolio aktuell besteht aus 13 Objekten mit einem Gesamtvolumen von 300 Millionen Euro und das Ganze aufgeteilt deutschlandweit. Der Nachhaltigkeitsansatz, ganz wichtig, den wir verfolgen mit dem Portfolio, ist sowohl beim Ankauf als auch laufend im Monitoring. Das heißt, wir schauen uns im Detail wirklich die Standortqualität, die Objekte, die Objektqualität, aber auch die Mieter an, haben hier diverse Ausschlusskriterien. Das heißt, wir können nicht jeden Mieter als in der Mieterschaft haben, als aber auch, und das ist für uns auch ganz wichtig, wir verfolgen das Pariser Klimaabkommen und insbesondere hier die 1,5 Grad, die wir mit der Gebäudeeffizienz und dem CO2-Fußabdruck von unseren Objekten laufend monitoren und dann aber auch verbessern im Bestand. Zur Performance. Das Sondervermögen hat seit Auflage nach BVI eine durchschnittliche Performance von 3,2%. Im letzten Vorgeschäftsjahr lag diese sogar drüber bei 5,7%. Ausgeschüttet an unsere Investoren haben wir 19 Cent. Das ist bezogen auf den damaligen NAV eine 1,7%. Aktuell, und da sieht man deutlich den Impact von einer Quote an hohen indexierten Mietverträgen und einem aktiven Asset Management Ansatz, ist der Ertragsschock dann deutlich höher und wir werden im aktuellen Geschäftsjahr mehr an unsere Investoren ausschütten können. Der TER liegt etwas unter 1% und Gesamtkostenquote etwas darüber.
Ja, was müssen Sie als Investoren wissen zu dem Produkt? Was sind die Hauptthemen? Uns ist es ganz wichtig, hier einen langfristigen Ansatz zu verfolgen, einen langfristigen Nachhaltigkeitsansatz. Sie können ab 5.000 Euro über unsere Partner, die KD Bank in Dortmund, die Bank im Bistum Essen und die Darlehenskasse Münster, in das Produkt einsteigen. Die Abrufe finden viermal im Jahr statt und das Ganze ein Artikel 8 Plus vor, geleveraged sehr konservativ mit 36% Fremdkapital. Und dann komme ich gerne noch auf Ihre Frage der Büronutzung ein. Uns ist es ganz wichtig, wenn wir Büros im Bestand haben, von der Assetklasse her, dass diese auch wirklich vom Konzept her nachhaltig sind, der Standort passt und die Gesamtnutzung zum Sondervermögen, zum Mieter, als aber auch zur Ausrichtung des Sondervermögens passt. Und dann sind wir sehr positiv gestimmt, dass diese auch zukünftig vermietbar und im Exit verkaufbar sind, diese Immobilien. Wunderbar, vielen Dank. Auch bei Ihnen eine kleine Zusatzfrage, wir liegen ja gut in der Zeit. Ist es jetzt im Moment gerade eine besonders gute oder eine besonders schlechte Zeit, um in Immobilien zu kaufen und einen Immobilienfonds zu kaufen? Wir sehen es als guter Zeitpunkt. Wir haben im Moment spannende Opportunitäten auf dem Tisch, wo man vielleicht vor 2-3 Jahren noch nicht am Markt gesehen hat. Das heißt, es werden wieder Lagen angeboten, es werden Objektqualitäten angeboten, wo man vielleicht vor 2-3 Jahren noch nicht gesehen hat, als aber auch, und ich habe es auch kurz erwähnt, das Thema Inflationsschutz durch die hohe Anzahl an indexierten Mietverträgen erhöht sich laufend durch die Inflation, die wir aktuell sehen, auch die Ausschüttung und die Performance des Produkts. Wunderbar, vielen Dank. Also eine echte Alternative für Stiftungen. Ich danke Ihnen für die Einblicke und bitte Herrn Anbinder ans Pult. Ja, Herr Anbinder managt den European Dividend Sustainability. Dieser Fonds unterteilt die darin versammelten Unternehmen in unterschiedliche Dividendenklassen. Und ich glaube, bei Ihrem Vortrag wird auch von Aristokraten zu hören sein. Herr Anbinder, bitteschön. Vielen Dank für die Einladung und für die Einleitung. Ja, wie der Name schon sagt, handelt es sich bei dem Produkt um einen europäischen Dividendenfonds. Wir versuchen für unsere Anleger auf Portfolioebene 4% und mehr Dividendenrendite zu erzielen. Jedoch ist für uns das Dividendenwachstum mindestens genauso wichtig wie die Dividendenrendite selbst. Denn nur durch Wachstum kann die Aktie auch als Inflationsschutz fungieren. Und das ist eines unserer obersten Ziele. Nur so können wir auch eine entsprechende Wertentwicklung erzielen. Und dafür brauchen wir neben den angesprochenen Dividendenaristokraten, die uns die Dividendenrendite, aber auch die Stabilität ins Portfolio bringen, brauchen wir Unternehmen mit sehr hohem Dividendenwachstum. Wir brauchen Unternehmen, die mal Sonderausschüttungen vornehmen. Wir brauchen aber auch Unternehmen, die konstant auf Aktienrückkäufe setzen. Und diese Mischung macht dann am Ende dieses Auszahlungsprofil aus zwischen Ausschüttung und Dividendenwachstum, aber auch Wertentwicklung. Und wir sind langfristig davon überzeugt, diese Wertentwicklung kann nur generiert werden, wenn wir strikt auf Nachhaltigkeit achten. Und das tun wir stringent auf jeder Stufe des Investmentprozesses. Somit konnten wir in den letzten 3 Jahren ca. 10% Wertentwicklung pro Jahr erwirtschaften. Wenn wir über die institutionelle Anteilsklasse sprechen, diese hat 0,9% Total Expense Ratio. Und wie gesagt, wir versuchen 4% plus an ausschüttungsfähigen Erträgen zu generieren, die aber auch jährlich wachsen und wachsen sollen. Und das heißt, wenn Sie an Dividende denken, denken Sie bitte auch an Metzler. Der Fonds hat aktuell ein sehr attraktives Ausschüttungsprofil, wie ich finde. Wir sind aktuell auf Portfolioebene bei 4,8% Dividendenrendite. Und wir erwarten, oder Analysten erwarten, auf die nächsten 3 Jahre 8% pro Jahr Dividendenwachstum. Und das Ganze kann mir keine Anleihe bieten. Das Ganze hört sich auch nach einem sehr brauchbaren Inflationsschutz an. Das hatte ich ja gesagt, das ist eines unserer obersten Ziele. Und ja, wenn Sie, wie gesagt, wenn Sie an Dividende denken, denken Sie bitte auch an Metzler.
Okay, vielen Dank. Dann haben Sie die Zeit gar nicht ausgenutzt. Dann kann ich Ihnen auch ganz beruhigend eine Zusatzfrage stellen. Sie haben in dem Interview zu unserem Begleitheft auch mal ausgeführt, dass man selbst für einen nachhaltigen Fonds gar nicht diese kerngrünen Unternehmen ausschließlich braucht, sondern einen finnischen Konzern, der ein Ölkonzern war, so ein bisschen als Hidden Champion. Ja. Was erwarten Sie da, um welchen Konzern handelt es sich? Und ist das so ein bisschen Ihr Favorit? Oder ist das so ein Beispiel eines Favorites? Genau, also diese Art von Unternehmen sind unsere Favoriten. Das heißt, jemand hat ein Geschäftsmodell, was aus einem, ich nenne sie jetzt mal, kontroversen Bereich kommt, in dem Fall der Ölsektor. Es war die Neste oder ist die Neste, nicht zu verwechseln mit der Schweizer Nestlé. Okay. Und es war eine Ölraffinerie, die einfach nur Ölprodukte hergestellt hat und sich irgendwann gedacht hat, vielleicht ist das gar nicht so nachhaltig auf die nächsten vielen, vielen Jahre und Jahrzehnte und stellt jetzt erneuerbare Treibstoffe und Chemikalien her, indem sie als Rohstoff Bioabfälle jeglichster Art verwenden. Und in diese Art von Transformation möchten wir investieren, begleiten wir Unternehmen auch gerne im Investitionszyklus, stehen das zusammen mit den Unternehmen durch. Und um es jetzt mal sehr plakativ zu sagen, das sind eben die Dividendenzahler von morgen. Wunderbar, ich bedanke mich. Ich bedanke mich auch. Gerne. Damit, liebe Stiftungen, sehen Sie, es gibt interessante Fondskonzepte aus den unterschiedlichsten Bereichen. Ich hoffe, wir konnten Ihnen eine willkommene Anregung geben.